Hallo, ihr Lieben, Handarbeitsfreunde und Freundinnen. Ja, ich benutze auch die gleiche Einleitung. Meistens, weil es mir auch am leichtesten fällt, mich selbst in die richtige Aufnahmestimmung zu versetzen und euch auch Näheres näher zu bringen. Quatsch. Schönes näher zu bringen. Ich mache es jetzt nicht nochmal von vorne. Der Zeitfaktor ist etwas streng heute, aber ich wollte aufnehmen, um euch dort abzuholen, wo ich bei meinen vielen Projekten im Moment gerade bin. Ich bin euch wieder zu nah, das gefällt euch auch nicht. Und es ist auch so komisch hell von der Seite. Ich glaube, das ist ein bisschen gefälliger so. Was da oben runterlehnst, das ist der schöne Beutel von. Sie weiß schon von wem. Da drin ist ein Projekt. Welches eigentlich? Ach, die Piratenschatzjacke. Da muss ich Ärmel stricken. Die ruht. Die ruht. Denn, ich zeige euch gleich mal hier bei mir wieder, wie immer, ganz durcheinander, ungeplant und unorganisiert. Ich zeige euch das, was hier so ein Last-Minute-Projekt gibt. In Instagram werde ich auch noch ein Foto dazu einstellen. Mein Frickelcast-Projekt. Also Frickelcast. Perlen, Pailletten, Plunderfall. Das gibt aus einem elastischen, sehr elastischen Spezialgarn. So sieht das aus. Ich muss noch mal auf Pause drücken, die Lichtsituation verändern. Das gefällt mir gar nicht. Es ist immer noch sehr hell, aber doch nicht ganz so unruhig, hoffe ich. Und jetzt kann ich euch das noch mal zeigen vor diesem Hintergrund. Das gibt ein Bobbelkörbchen, ja, mit ganz normalen festen Maschen. Kann man das immer und kann man irgendwie, ist es heute nicht so toll. Ich gehe mal so an die Kamera. Jetzt kann man es sehen. Da steche ich ins hintere Maschenglied ein, mache einfache feste Maschen unten. Das war auch nicht so ganz easy going, das schön rund zu kriegen und flach. Es hat nach innen so eine leichte Wölbung. Aber ich denke, wenn öfters was drin war oder ich mache es dann mal feucht und setze es in Form. Das wird ein schönes Körbchen. Jetzt kommen da nochmal zum Abschluss was Dunkles. Das finde ich auch ganz gut. Und um dem Paillettenperlen-Plunderfall zu entsprechen, wollte ich hier auch noch ein paar Holzperlen einarbeiten am Rand. Mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß es jetzt noch nicht. Das ist mein Beitrag. Das muss übermorgen fertig sein. Heute ist der Montag, der. Was haben wir denn eigentlich? Ich glaube, den 28. Juni. Ja, das ist was, was innerhalb einer bestimmten Zeit fertig werden muss und was mein Projekt jetzt schlussendlich wird für diesen Karl oder Fahl. Das andere, was ich schon mal machen wollte, ursprünglich das Kinderkleidchen, wird nichts mehr. So weit bin ich gekommen. Ich hatte es euch ja in meinem letzten Video gezeigt. So weit. Und dann hier oben sollten Träger dran. Dann habe ich hier schon Löcher eingestrickt, um da eine Kordel durchzuziehen. Eine Eikordel, damit man es ein bisschen zusammenhalten kann. Aber was soll ich euch sagen? Schlechtes Augenmaß, es ist schon zu klein. Es ist schon zu klein, ja. Also habe ich erst einmal stillgelegt. Habe gedacht, Rippeln? Nö, Rippeln kommt nicht in Frage. Denn ich habe hier noch so ein Kissen. Und das Kissen gehört zu diesem tollen Teil. Ja, da ist schon eine Handarbeitstasche drin. Könnte sich auch dafür gut eignen. Gell? Und das ist die Matratze sozusagen. Also das hier, die Matratze in dem Puppenwagen. Und das Kistchen. Und das muss natürlich noch ein bisschen schön werden. Ja, und dann habe ich dann so probiert und gedacht, hallo, geht das? Das geht. Entweder mache ich dann Schlafsack draus, wenn ich nicht so ganz zufrieden bin. Aber ich kann es auch als Bezug oder als Zudecke. Zudecke kann ich es auch verwenden, aber es ist genau die richtige Größe. Da ist jetzt das Kissen drin.
Also, ich weiß es noch nicht. Ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen, ob ich es nur als Decke mache und das, den Kissen, also die Matratze einfarbig beziehe oder ob es so benutzt wird. However, also das bis jetzt Gestricke wird auch eingesetzt. Das ist so ein Baumwollgarn, so ein schönes. Es wird jedenfalls nicht gerippelt und das Kissen bekommt auch einen passenden Bezug. Wenn das alles fertig ist, dann zeige ich es euch nochmal. Ne? Aber es musste ja jetzt, es war ja jetzt ein Kind, das schon mal was anprobiert hat und gesehen hat, es kriegt was gestrickt. Und ich habe gesehen, es hat den ersten Strickrock, den ich diesem Kind gestrickt habe, auch sehr, 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 sehr gerne an. Also, und der ist jetzt so kurz vorverwachsen, der passt noch mal. Oben muss man am Gummi noch mal ein bisschen was rauslassen. Dann geht das jetzt noch den Sommer, aber der wird dann zu klein, ne? Also muss ein neuer Strickrock her. Habe ich euch in Instagram schon gezeigt. Ah, es kommt, ich bin heute mit der Farbqualität nicht so ganz zufrieden. Das ist oben der Bund. Das habe ich beim Aufräumen in meinen angefangenen Versuchsprojekten gefunden. Da habe ich mit bunten Baumwollgarn eine Zickzack-Maschenkette probiert. Und die habe ich jetzt gerade so als Anfang genommen für den Strickrock und das Muster, wie hier auch noch mal eingesetzt, dieses Chevron-Muster oder wie man dazu sagt, dieses berühmte Zickzack-Muster hier mit Löchern. Das hat mir dann aber nicht so gefallen. Hier stricke ich es ohne Löcher. Wer dazu eine Anleitung sucht, kann mal gucken. Unter Zickzack-Muster gibt es einige. Ich habe das von Maschenmarie genommen, weil ich Maschenmaries Erklärungen sehr mag. Und das hier, das ist zum Beispiel ein ganz quietschiges Neon-Aprikot. Gibt es das Neon-Aprikot? Kommt heute in meiner Farbsituation nicht so gut rüber. Naja, wenn es dann fertig ist, zeige ich es euch nochmal. Ja, da nehme ich jetzt also immer mehr zu hier, sodass sich eine Weite ergibt. Wie weit es tatsächlich ist, kann ich nicht zeigen, weil es so ein bisschen auf der von der Nadel noch zusammengezwängt wird. Aber unten am Rand mache ich noch was anderes. Was weiß ich noch nicht. Jedenfalls strickt sich das wunderbar. Und hier oben kann man dann auch, mache ich auch so ein, hier sind Löcher. Mal gucken, ob ich da einen Durchzug mache mit einem elastischen Kordelchen, wie auch immer. Also das ist jetzt die passende Größe und macht Spaß und wird sicher schnell fertig. So ein zwischendurch Erholungsprojekt ist das, wenn man sich von dem anderen anstrengenden Kram, wenn man noch strickt, erholen will. Ja. Und es geht ja auch schnell. Aber gut, man muss halt auch ein bisschen dran. Achso, die Wollen wollte ich euch noch zeigen. Das ist aus dem, der Boppel, das ist auch ein Poly-Boppel, weil solche Sachen habe ich festgestellt, ist Polyacryl. Kinderrock. Für ein Mädchen, was permanent in Bewegung ist. Am praktischsten, das kann man immer schön waschen. Und da habe ich jeweils schon ein bisschen abgewickelt, damit ich die Farbwechsel habe. Und da ist das Quietsche-Aprikot, kann man nett. Es ist richtig ein ganz tolles Aprikot und kommt nicht so rüber hier. Tut mir leid, kann ich euch diesmal noch nicht richtig zeigen. Ach ja, und ein Verlaufsgarn, auch aus Baumwolle, auch in der. Das ist hier dieser Akzent, den ich hier zwischen reingesetzt habe, damit das Zickzack auch so richtig als Zickzack rüberkommt. Ne? Nur als Idee für euch, die auch auf die Schnelle mit Restegarn eurem Lieblingsmädchen oder Patenkind oder Enkelchen oder wem auch immer, wenn ihr dem einen Strickrock machen wollt. Ja, gut, weiter geht's. Wenn es auch ein bisschen holprig ist heute wieder. Ich habe so das Gefühl, ich holper ein bisschen rum, aber nicht schlimm, gell? Mädels und Jungs. Mein Magen knurrt auch, ich habe Hunger. Ach, übrigens Hunger, mein Schweinehund, ne, den habt ihr ja gesehen. Den muss ich übrigens auch in Instagram nochmal zeigen, den habe ich ihn noch gar nicht gezeigt. Hat mich unterstützt bis jetzt. Also ich habe ein paar Pfündchen runter gemacht. Inzwischen sind es 8 Kilo. Ja, mit quasi alles essen, aber davon weniger. Und damit es funktioniert, aufschreiben, ne? Und planen. Und gesund Gemüse, Obst und wenig Fett. Aber gutes Fett auch trotzdem. Kokosfett, Olivenöl, Rapsöl kalt gepresst.
Kommt auch an meine Ernährung dran. Und abends versuche ich halt nicht so viel Kohlenhydrate zu essen, aber ich mache das nicht so low-carb-mäßig oder so, sondern einfach nicht mehr so viel Nudeln, Kartoffeln und Reis. Vielleicht mal so ein Häppchen. Und was ich auch entdeckt habe für mich sind Hülsenfrüchte. Ich habe immer gedacht, ich vertrage die schlecht. Aber wenn man so häufiger isst und wenn man nicht so viel isst und zum Beispiel im Reis, wenn man so ein klein bisschen Reis nimmt und da noch ein paar gekochte Linsen drunter hebt und dann hat man keine Verdauungsprobleme. Ich jedenfalls nicht. Ich denke mir, mein Mund ist so blass. Ach egal, ihr müsst jetzt damit fertig werden. Ich ja auch. Es ist ja auch nicht interessant, wie ich aussehe, sondern wie die Strickprojekte aussehen. Ne? Da komme ich jetzt zu einem, das habt ihr nur in Instagram gesehen und da kam natürlich die Anmerkung, hallo, das hast du überhaupt noch nicht gezeigt. Also habe ich es jetzt auch mal mit rausgeräumt, um es euch zu zeigen. Ich habe ja, weil ich die tolle Wolle von Elke Boheigan geschickt bekam, auf die ich so schockverliebt war. Und dann habe ich genau gewusst, das muss dieses Projekt werden. Wer es noch nicht kennt, darf es jetzt, also nicht weiß, darf es jetzt raten und errät es schnell. Errät es schnell. Das blöde Gendern da, mein Gott. Ja, ich bin jetzt mit der zweiten Noppenreihe fertig. Oh, man kann es gar nicht richtig zeigen. Soweit. Ich habe ein Garn mit einem Mohair für diese Noppengeschichte oder den Farbmix zusammengehalten. Hier dies und das. Das ist von Hansa Farm ein Garn und das war mal von Aschaffenburg. Oh, ich komme jetzt nicht drauf, wie es sich hieß. Das ist ein Resteknäuelchen gewesen. Das ist dieses Stück geworden hier. Die Anleitung für die Nupsis habe ich auch im Internet gefunden. Die kommen sehr gut und lassen sich auch relativ gut stricken und man muss nicht rumdrehen oder so. Hier habe ich es nach der Anleitung der Designerin gemacht. Die Designerin ist. Steht sie irgendwo drauf? Boyland Knitworks. Das ist also. Boyland Knitworks ist. Andrea Mori, glaube ich. Nee. Boyland Knitworks ist Caitlin Hunter. Ach, wie soll man sich das alles merken? Ich habe es jetzt hier nicht dabei. Oh, ich muss das schnell wegtun, das ist das Zehenmuster. Ja, also, soweit bin ich. Für die Runde habe ich ziemlich lang gebraucht. Jetzt habe ich noch ein bisschen Colorwork und dann geht es wieder in den Musterchart. Die Farbe ist natürlich ganz genau mein Ding, wie man sich. Ihr wisst ja, dass so grau-grün meine Lieblingsfarbe sind. In Wirklichkeit ist es nicht so bläulich, sondern doch ein Ticken grünlicher wie hier. Ihr werdet es wiedersehen. Ach so, noch eine Besonderheit. Ihr werdet es wiedersehen. Silvia, red die Sätze schön fertig. Eine Besonderheit, ich habe oben am Ausschnitt, ich wollte es nicht so tief haben. Ich habe gedacht, das wird wirklich ein doch recht wärmendes Teilchen. Und dann darf es auch ruhig ein bisschen hier höher kommen und habe den Rand oben doppelt gestrickt und dann zusammengestrickt innen. Und ihr seht schon, was mir passiert ist. Ich habe mir große Mühe gegeben, aber es ist, hier hinten sieht man es besonders, ist mir nicht so gerade gelungen. Aber dann habe ich gedacht, schief ist modern. Das hat schon einen gewissen Reiz, wenn es so ist. Ne? Hier habe ich eins links, eins rechts gestrickt und eine Reihe links drüber. Und dann gibt es diese Kante. Und ich finde es nicht schlimm, dass das so ein bisschen hinten fällt. Hinten sehe ich es ja nicht. So schräg ist. Und jeder, der das sieht, der denkt, der muss denken, es muss so sein. Es muss so sein, es darf nicht anders werden. Hier habe ich mir hinten markiert gehabt. Und grün war vorne, orange war hinten. Das musste, weil ich mit verkürzten Reihen hier, kann man sehen, ja auch hinten den Nacken wärmen will, ne? Dass es hinten höher kommt. Mein Kefett. Kefett. Was hat das Wort eigentlich zu bedeuten? Schreibt das mal unten rein. Ich habe keine Ahnung. Hat bestimmt eine Bedeutung, die ich nicht kenne. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Und danke auch nochmal für eure tollen Kommentare bei der Gelegenheit. Ne? Ja, was noch? Ich rausche durch, aber das macht nichts. Das Projekt wohnt, um das auch mal kurz zu zeigen, in einer Profitasche. Ein Kosmetiktäschchen, was ich mal bei einem bekannten Discount-Drogeriemarkt mitgenommen habe.
Und mit dem komme ich gut zurecht. Bei solchen Projekten habe ich das ganz gern da drin, weil es geht viel rein und ist trotzdem nicht so schwer und es fasst sich schön an. Also man kann auch im Drogeriemarkt schöne Kosmetikbeutel finden und schöne Projekttaschen draus machen. So. Natürlich die selbstgemachten Designertaschen, die hier manche Leute nehmen und anbieten, die sind natürlich mega. Aber nicht immer kommt man ja an so eine Tasche ran oder man sieht eine, dann gibt es es nicht und dann möchte man ein Projekttäschchen haben und dann geht man halt in den Drogeriemarkt, lässt sich vielleicht zum Geburtstag einen Einkaufsgutschein dort schenken und dann kann man sich dort Projekttaschen kaufen. Nicht nur Kosmetik. Ja, ich bin hier am Sortieren von meinem vielen Garn, was, bevor sich das alles rettungslos verheddert. Denn jetzt kommt schon mein nächstes Projekt. Ja, also der Zickzackrock wohnt auch in diesem japanischen Beutel. Da ist hier mir leider, ist das hier, sieht sehr schlampig aus. Aber da war die Naht etwas knapp. Das muss ich mal verbessern. Und solche Arbeiten mache ich einfach nicht gerne. Ist das zu fassen? Ich habe 1000 Handarbeitsprojekte und bin nicht imstande, mal eine Naht zu reparieren. Nicht so toll, ne? Ja, dann zeige ich euch gleich das nächste. Das wird also nicht langweilig. Etwas, was ihr auch schon zweimal nicht gesehen habt, glaube ich, als ich es das erste Mal vorgestellt habe. Ich habe ja die Wild Rose Anleitung gekauft oder geschenkt gekriegt und ich, Dusseltier, habe euch in der letzten Folge, wo das Projekt drin vorkam, auch noch gesagt, es sei kostenfrei bei Ravelry zu erhalten, die Anleitung Wild Rose. Ist es aber nicht. Entweder war es zu dem Zeitpunkt, als ich es verstanden habe, ich hatte es mir irgendwo notiert, entweder hat es mir eine liebe Handarbeitsfreundin geschenkt oder aber da muss ich nochmal auf die Spur gehen, aber ich habe es gelassen, weil ich ja nicht mehr die Wild Rose stricke, sondern was selber draus gemacht habe. Die Anleitung kann man quasi in meinem Fall fast vergessen. Das Einzige, wo ich mich orientiert habe, war bei den Zunahmen, damit ich ungefähr die Richtung habe und bin jetzt so weit. Und jetzt die Passe, der oben ist fertig. Na? Das wird gut. Die Muster habe ich aus meinem Strickbuch, Omas, wo ist es? Ich habe umgeräumt, jetzt finde ich es nicht. Omas Lieblingsmaschen oder 1000 Lieblingsmuster. Ich habe es euch gezeigt, jetzt, wo habe ich es denn jetzt hin? Sekunde. Da bin ich wieder. Hier dieses Buch. Ich habe es schon mehrfach gezeigt, das ist mein absolutes Lieblingsmusterbuch. Omas Strickgeheimnisse, 200 bezaubernde Muster. Und da ist jetzt, das kann ich euch auch so zeigen, das, was jetzt in Blau dran kommt, ist dieses Muster. Aus dem einfachen Grund, weil ich oben Sonne, Mond und Sterne aus dem Buch ganz oben am Rand gestrickt habe. Hier. Und ich will jetzt nicht so einen wilden Mustermix erschaffen. Das sind die Streifenwanzen. Hab dann hier zwischen den bei den linken Maschen mal zugenommen, einmal hier und da unten auch nochmal, um auf die Weite zu kommen. Das hat sich ganz schön angeboten, hier immer in diesen Zwischenabstand zu machen, der hier links erscheint. Und jetzt kommt ja so eine linke Reihe. Das habe ich mir auch aus dem Wild Rose abgeguckt. Und jetzt das Blaue habe ich angefangen, dieses Muster, was ich euch eben gezeigt habe, zu stricken. Und da ist die erste Lochreihe. Und ich habe versucht, das gleichmäßig zu verteilen, damit es oben mit dem, es ging nicht so ganz auf, aber doch weitestgehend, dass doch ziemlich gleichmäßig hier unten die Streifen zu denen da oben korrespondieren. Und die Löcher halten ein bisschen auf. Ne? Also das strickt sich nicht so glatt mit den Löchern, aber es kommen ja auch schöne Reihen dazwischen. Und hier ist, das wollte ich nämlich auch mal bei der Gelegenheit probieren, dieses Fischgrätlein dazwischen. Also schön. Die Wolle, die ich habe, gibt es noch. Das ist Ayuni
von Langjahn. Es ist ein Baumwoll-Lace-Garn, verkettet, leicht verkettet. Also man kann sehr gut verstricken. Es gibt ein sehr schönes Maschenbild, wie ihr hier schon sehen könnt. Also hier natürlich ist es noch nicht gespannt, aber es ist erkennbar, dass es ein schönes Maschenbild gibt. Hier, guckt mal. Und ist sommertauglich, absolut. Ganz leicht, ist baumwollig, ein bisschen griffig, aber es kratzt nicht. Aber das Griffige ist angenehm. Nicht so glatt, vor allen Dingen beim Stricken. Und es läuft ganz weit von außen nach innen. Jetzt wird es langsam dunkler. Hier das Grau hat man ja gesehen, hat sich auch nach unten verdunkelt. Aber so ein ganz sanfter Übergang. Hat mir gut gefallen. Und das Einzige von der Wildrose, außer der Zunahmenmengen, die ich mir als Muss orientiert habe, habe ich hier oben das erste Stück in Lace gestrickt, was Wildrose vorgibt. Und dieses Lace-Muster hat mir nicht gelegen. Ich habe mich da so oft vertan. Und das wäre hier unten auch noch, hier nochmal gekommen und ganz unten auch nochmal gekommen. Hatte ich keine Lust drauf. Die Ärmel habe ich abgetrennt inzwischen. Mit meinen billig Holznadeln mache ich das meistens, aber so ein bisschen stört mich das jetzt auch. Ich bin schon am Überlegen, ob ich, wenn ich jetzt in das Muster hier reingekommen bin, und da habe ich dann nicht erstmal die Ärmelchen bis zum Ellenbogen gehen, die also bis kurz über den Ellenbogen, ob ich die nicht erstmal fertig stricke. Und ob ich da das Lochmuster nehme, das weiß ich noch nicht. Dieses hier. Vielleicht mache ich nur Streifenwanzen. Hier. Lustig, gell? Streifenwanzen. Auch für die Ärmel. Nur die Streifenwanzen und nur am Körperteil dieses Lochmuster. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Ihr werdet sehen. Aber das ist auch ein ganzes Stück gewachsen. Und wie gesagt, das Lochmuster hier, dieses tolle Diamantenmuster, das sieht ja ganz toll aus. Aber es strickt sich durch die Löcher. Da nimmt man ja mehrere Maschen auf. Tut man ja aufschlingen und dann in der nächsten Reihe abstricken und da muss man schon ein bisschen. Geht nicht so, zack, zack, zack. Ja, macht aber nichts. Gut Ding, will Weile haben. Ne? Jo, ich habe hier wieder das Chaos pur und alle Wollprojekte wollen verheddern sich hier miteinander. Ich lege das jetzt mal auf den Kinderwagen, das schmeiße ich jetzt nicht zurück aufs Bett. Nein, 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 nein. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ach, ich habe noch Zeit. Aber ich habe Hunger. Ich will gar nicht so lang drehen heute, weil ich Hunger habe. Ich muss was essen. Ja, durch dieses Kalorienreduzieren hat man schon manchmal Hunger, ne? Und da habe ich dann jetzt so ein Geheimrezept, sage ich mal, was ich dann gern esse. Auf jeden Fall eine Banane und Erdnussbutter. Das darf ich dann auch mal so ein Teelöffelchen Erdnussbutter. Das streiche ich mir immer so ein bisschen auf das Beißstück ab an der Banane, ein bisschen Erdnussbutter drauf. Oh, das schmeckt mega. Macht satt. Das ist ein heißer Tipp für Heißhunger. Der nächste Tipp ist Skyr, heißt das. Das ist so ein skandinavischer Joghurtquark, was weiß ich, mit Fett reduziert, hat so gut wie keine Kalorien, ist aber sehr sämig. So fast schon fast wie Frischkäse. Wie weicher Frischkäse. Also es hat auch so ein bisschen Konsistenz, was man ja manchmal bei dem sehr mageren Joghurt hat man das ja nicht. Das verflüssigt sich ja regelrecht. Aber diesen mageren Joghurt, den rühre ich mir da ein bisschen drunter, zwei, drei Löffel. Mach zugegebenermaßen ein bisschen Süßstoff dran und vielleicht Backzitronenabrieb, so Zitronenschale. Kein künstliches Aroma, sondern nur diese Zitronenschale, die man in kleinen Päckchen bekommt. Und mal einen Spritzer Zitrone auch dran. Und dann wird das schön verrührt. Und wenn ich dann Obst habe, kommt Obst rein. Jetzt Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren. Und dann habe ich noch selbst eingekochte Sauerkirschmarmelade mit ganz wenig Zucker habe ich, das ist fast, die ist auch nicht so fest geworden im Glas, wie ich es mir vorgestellt habe, aber die ist ideal, um unter einen Joghurt oder sowas drunter zu rühren. Dann kriegt er eine schöne Farbe und, ach, und das schmeckt. Und dann mache ich mir, wenn ich noch genug Kalorien übrig habe für den Tag, dann mache ich mir Leinsamen noch drunter. So zwei Löffelchen Leinsamen geschrotet, ist gut für den Darm, dann funktioniert auch das. Und das macht satt.
Hat ganz wenig Kalorien, macht satt, ist lecker jetzt bei der Hitze, schmeckt prima. Ja, das ist mein Tipp. Und jetzt habe ich euch so viel davon erzählt, dass ich nicht mehr lange warten kann, mir das zurechtzumachen. Ich habe auch Himbeeren aus dem eigenen Garten. Lecker. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen gequatscht, um das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Wird auch heißer, ich habe auch nichts mehr zu trinken hier. Mein Kaffee ist fast leer. Schlückchen ist noch drin. Das ist übrigens auch, ich mache mir in meinen Kaffee, weil ich gelesen habe, wenn man mit der Schilddrüse Probleme hat, die ja auch beim Abnehmen hinderlich sein kann, da gibt es auch einen Grund, dass man zum Beispiel, habe ich irgendwo gelesen und gehört, ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es für mich ausprobiert und für besser befunden, ein bisschen Milch in meinen Kaffee zu machen, weil reiner schwarzer Kaffee ist nicht so gut, wenn man Schilddrüsenprobleme hat. Und ich bilde mir ein, das wirkt auch. Außerdem kommt der Kaffee besser runter. Und was ich aber manchmal auch mache, ist mir so ein halbes Teelöffelchen Kakao mit rein. Also echten guten Kakao in den Kaffee mit rein. Das muss man mögen. Aber dieser Bitterstoff vom Kakao, einmal ist er sehr wertvoll und zum anderen macht das unglaublich auch einen sättigenden Effekt. So, jetzt habe ich euch mal so zwei Tipps gegeben. Vielleicht fühlt ihr euch animiert. Was auch noch ein dritter Tipp, alle guten Dinge sind drei, was ich auch anfangs zum Start meiner Abnahme gemacht habe. Ich habe mir öfters mal fotografiert, was ich so gegessen habe. Also wenn ich mir was besonders Leckeres gekocht habe, was gut gelungen ist, was schnell fertig war, was wenig Kalorien hat und super geschmeckt hat und zu der Zeit jeweils gut verfügliche Lebensmittel, sprich Gemüsesorten. Und das habe ich mir fotografiert. Und dann in den Ordner abgelegt. Und wenn ich dann nicht denke, oh, was koche ich dann heute, dann gucke ich da schnell rein und zack, bumm, weiß ich das. Ja, so nach und nach. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Wollte ich euch mal den einen oder anderen Tipp geben dazu. Und selbst wenn ihr nichts abnehmen wollt, es ist auf jeden Fall gesünder, sich so zu ernähren. Und ob man dann noch ein bisschen mehr Öl an den Salat macht oder keinen fettarmen Joghurt nimmt, sondern einen normal fettigen Joghurt. Das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Gut. Gut. Zeitgewinn, Zeitgewinn. Aber jetzt kommt's, wo ich auch aus Neugierde unbedingt anfangen musste. Ich musste. Könnt ihr euch erinnern? Meine Kone, animiert von Evelyn von Maschenträume, die damit die Little Love gestrickt hat. Bei ihr war es eine Middle Love. Oder Long Love? Also sie hat sie einfach länger gestrickt. Ich hatte Zweifel, ob die Kone für mich reicht, aber inzwischen hat eine von euch lieben Kommentatorinnen drunter geschrieben, die Kone reicht mit Sicherheit. Vielleicht sogar noch für eine Weste, weil ich auch noch eine Weste stricken wollte. Ich habe ja auch noch zwei Bobbelchen in so einem schönen Beige Ton. Und habe ich gedacht, wenn noch was übrig bleibt, mache ich mir einen Streifenoberteil ohne Ärmel. Aber erst muss mal das fertig werden. Ich habe natürlich genau die Anleitung genommen, die Evelyn auch genommen hat, nämlich von Anke Strick. Die habe ich mir gekauft, Little Love. Und so weit bin ich. Sieht lustig aus, gell? Das ist angeschlagen mit einem. Wie heißt es? Provisorischen Anschlag. Ich habe Judys Magic Cast On genommen. So sieht er bei mir aus. Wenn es rechts links ist, sieht man so ein ganz klein bisschen. Macht aber nichts. Das gibt dann später den Schalkragen und sind die Schultern und der Rücken. Und wegen der Größe habe ich eine wunderschön bequeme gekaufte Strickjacke. Eine, die ich sehr, 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 sehr gern anhabe, weil sie mir so schön passt. Wobei ich mir jetzt muss jetzt wirklich gucken, ob ich nicht doch ein bisschen kleiner stricken muss. Das ist wirklich so. Also es hat sich schon so viel verändert. Manche BHs passen nicht mehr, manche Hosen stehen ab. Wie man das merkt, ist unglaublich. Und dann auch so ein Motivationsgefühl war auch, dass ich beim Einkauf, nach dem Einkauf habe ich so eine flexible Tasche, in die man einen Gefrierakku reinlegen kann und die hat einen Reißverschluss. Ist wie so eine normale Einkaufstasche, aber innen ausgeschlagen mit Isoliermaterial, um kühlende Sachen, die in die Kühlung müssen und nicht im heißen Auto rumliegen sollen, kann man da verstauen. Und als ich die Tasche aus dem Auto gehoben habe, habe ich gedacht, oh, die ist aber schwer.
war natürlich viel Zeug drin und die Akkus drin. Und dann habe ich gedacht, oh, die stelle ich jetzt mal auf die Waage, da will ich doch mal wissen, wie schwer die ist. Und da hat sie zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 3 Wochen oder wann das war, oder 2 Wochen, keine Ahnung, 6,8 angezeigt, die Waage, 6,8 Kilo. Und da habe ich gedacht, oh, das ist genau das, was ich abgenommen habe. Zu dem Zeitpunkt war es genau das. Das war, also es gibt ja keine Zufälle, sage ich immer. Und da ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden, dass ich mit diesem Gewicht ja auch meine Knochen belaste und wo ich ja wirklich Probleme bekommen habe und wo ich auch aufpassen muss nach wie vor. Und das Gewicht natürlich auch jetzt, das fehlende Gewicht, mir mein Leben erleichtert. Und das habe ich da mal so richtig verinnerlicht und das hat mir wieder so einen Schub gegeben, weiterzumachen. Aber ich mache das jetzt ganz gemütlich. Also ich denk nicht, dass es sinnvoll ist, jede Woche 1 Kilo abzunehmen oder so. Manchmal sind es nur 200 Gramm oder 300 Gramm, kann man ja in einer Woche gar nicht so richtig messen. So, aber in einem 14-Tages-Abstand sind es dann manchmal so 500, 600 Gramm. Und das ist doch okay und das ist super und der Körper überanstrengt sich nicht dabei. Ja. Ach, jetzt erzähle ich euch so viel von dem, was ihr gar nicht wissen wollt. Ihr wollt ja weiter hören, was hier passiert ist. Also das schöne Lesmuster könnt ihr sehen, habe ich gestrickt. Jetzt kam ich selber ins Grübeln, ob das nicht zu groß wird. Muss man meine gut sitzende Jacke, die ich immer so gern als Vorlage genommen habe, habe es aufs Bett gelegt oder auf den Tisch und meinen Strickstrick dran gehalten. Das könnte auch von der Schulterneigung her sehr passend sein. Aber ich muss direkt überlegen, bevor ich noch weiter stricke, ob das nicht zu groß wird. Und dann danke ich Evelyn, die beim letzten Video erzählt hat, dass ihre Little Love an den Ärmeln so ein bisschen ein Problem verursacht für sie mit Kleidern, immer so rein und raus. Dann habe ich gedacht, das nehme ich auf und mache die Ärmel gleich ein bisschen weiter, nicht so eng. Und das ist das eine. Und das andere, was wollte ich jetzt sagen, weiß ich nicht mehr, ist mir jetzt gerade entfleucht, dass die Ärmel nicht so eng werden, habe ich gesagt. Ach ja, und ich habe die Maschenprobe auch mal neugierigerweise gewaschen und getrocknet und die fühlt sich wirklich toll an. Und das Garn muss ich auch noch mal Werbung machen. Das habe ich bei Holst direkt in Dänemark bestellt und ist auch jetzt im Sommer. Also wer, das ist sommertauglich, der Strick, weil das Garn so griffig ist. Und die Nadeln, das wollte ich euch auch noch sagen, sind für mich ganz besonders geeignet. Einmal für das Muster und einmal für die Wolle. Das sind diese Prüm Ergonomics heißen die, glaube ich. Mit dem kleinen Nupsi hier vorne. Und das passt hervorragend zu der Wolle. Und ich habe mir jetzt noch mal eine Ersatznadel bestellt. Ich habe gehört, die werden aus dem Programm genommen. Leute, warum wird immer alles, was gut ist, aus dem Programm genommen? Ich hätte mir eher noch gewünscht, sie hätten mal noch längere Seile dran gemacht, wie dieses 8. Gibt es nur immer 80 cm, soweit ich weiß. Wenn nicht, bitte drunter schreiben. Dann bestelle ich mir noch mal welche mit längeren an. Weil die Übergänge sind absolut ganz, ganz toll. Und für manche Garne ist das so schön. Und vor allen Dingen, wenn man diese Maschen, die werden ja hier rübergehoben mit dem kleinen Nupsi. Das geht so klasse. Ach, ja, stillgelegt habe ich das Ganze auf anderen Holznadeln hier. Mit denen werde ich dann auch mal probeweise stricken. Naja, das ist so ein Projekt, das kann ich nicht immer mitnehmen. Da stricke ich immer mal so, wenn ich Lust und Laune habe, paar rein. Und dann danke Evelyn für den Tipp, weil ich gesagt habe, hier mein Maschenabroller. Sie hat gesagt, stell es auf den Fußboden, da lässt sich es wunderbar abwickeln. Und auf so eine einfache Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und das ist so wirkungsvoll. Du stellst den Bobbel auf den Fußboden und dann lässt sich der wunderbar abstricken. Nicht zu glauben manchmal, gell? Dass man die einfachsten Sachen nicht weiß. Oder nicht drauf kommt. Vielleicht durch Zufall, ja. Deswegen ist es so schön hier in der Community, dass wir uns hier so nett austauschen und gegenseitig unterstützen. So, jetzt mache ich so langsam Schluss. Ich wollte, sicher wartet ihr auch noch auf das Nordseetuch.
Da habe ich gestern trotz Hitze im Schatten gesessen und ein bisschen weiter gestrickt und bin jetzt an einem Colorwork-Teil angelangt, der sehr auffällt und habe inzwischen 620 Maschen in der Runde. Und das Colorwork zu stricken, das ist auch jetzt sehr zeitraubend. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich diesen Colorwork-Teil fertig habe, gibt es den nächsten Nordseetuch-Film von mir. Schön, dass so viele mitmachen. Ich bedanke mich dafür für euer Interesse und sende Grüße hinaus an euch alle. Habt eine schöne Sommerzeit. Genießt wirklich alles, was zu genießen ist im Moment. Sei es Kontakte, sei es mal essen gehen, im Freien sitzen, wieder mal Freunde treffen, die Kinder mal sich auch mit Freunden treffen zu lassen. Genießt alles, was geht. Alles. Ich fürchte, dass es im Herbst wieder anders werden könnte. Aber daran denken wir jetzt überhaupt nicht. Wir denken ganz fest dran, dass alles gut wird. Oder besser. In dem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Sylvia.